Damit sind schon mal die Professions verteilt. Jetzt gucken wir noch, wer fehlt. Rambo Sambo habe ich. Ragiman ist klar. Giga Games fehlt noch. Giga Games kann unser Edelsteinschleifer sein. Giga Games. So. Gut. Und unserem Trash Ten, den nehmen wir mal die Arbeiten weg, also Fishing Arbeiten. Und geben ihm dafür Butchery. Und ja, Milling, Pressing, Trashing, das ist alles in 1 jetzt reingewandert. Wobei das war alles vorher, glaube ich, Plant Processing. Genau. Sehr schön. Gut. Währenddessen gucken wir mal jetzt mittlerweile, wie weit unsere Zwerge hier unten sind. Ich hätte mal auf was Interessanteres schalten sollen, während ich hier umstelle. Tut mir leid dafür. Aber hey, es funktioniert soweit. Dafür haben wir jetzt mehr Mäuler zum Stopfen. Das heißt, gerade unser Essen könnte in die Knie gehen. Wir haben nämlich nur noch so viel Prepared Meals und wir haben schon ziemlich viel Fisch. Ja. Also Unprepared Fish, Raw Fish. Wobei wir können Crayfish kochen. Raw Crayfish kann gekocht werden, hä? Bei normalen Fisch haben wir keinen. Egal erstmal. Wir haben noch genug Essen, um mindestens einen Monat oder so drüber hinwegzukommen, auch wenn wir jetzt 14 Leute sind. Trinken haben wir ja eh noch über 100. Da ist das gut soweit. Was sagen Others? Black Kaiman. Achso, das sind Schlangen wieder, oder? View? Nee, Kaimane sind ja sind doch Echsen. Wo geht unser Gem hin? Handen? Habe ich irgendwas übersehen? Hive Keeping bei einem Howler. Masonry bei einem anderen Howler. Oh, dann kannst du eigentlich ein Mason werden. Aber jetzt der Hunter. Wo ist das Hunting? Game. Ah, Hunting und Hunting. Nein, das weißt du nicht. So. Gut. Den Hauler könnte ich wirklich theoretisch zum Mason machen. Diplomatie vom anderen Hauler, das nehme ich auch mal weg. Nee, lieber nicht. Irgendwo anders noch irgendwas, was nicht ganz koscher ist? Nein, soweit nicht. Gut. Okay, wie weit sind sie da unten? Ah, fast fertig. Wir können schon mal Building. Building groß T ist, D ist ein Trade Depot. Also B groß D. Und das machen wir aus Sandstone. Also wenn ich Shift Enter drücke, dann wähle ich gleich automatisch das gesamte Material aus. Ich kann es nochmal kurz abreißen und nochmal kurz zeigen. Das ist besser wahrscheinlich. Also groß D, Trade Depot. Muss ich hier oben ja das Material auswählen. Also im Augenblick 99 Sandstone ist die Anzahl und hier oben sehen wir, wie viel wir brauchen. Also wenn ich jetzt nochmal auf Enter drücke, steht nur noch, dass wir 2 brauchen und dass 1 davon Sandstone ist. Wenn ich Shift Enter drücke, dann wird sofort alles als Sandstone ausgewählt. Was ganz praktisch ist. So, ich denke mal, wenn sie da freigemeinert haben, dann gebe ich ihnen mal den oberen Flügel in Auftrag. So. Meinert mir mal hier frei. Ja.
Gut, und dann bauen wir hier auch gleich mit. Wo ist er denn? Mein Crafts Dwarfs Workshop. Ah ja, mit R. Einen Crafts Dwarfs Workshop. Hier hinten hin, dass mein Mason gleich anfangen kann, Crafts herzustellen. Jo. Und wieder die tolle Sommermusik. So, Craftsworks Workshop ist fertig. Das heißt, du machst Rockcrafts und zwar repeated. Damit wir in unser Trade Depot dann, wenn unsere ersten Händler kommen, wir gleich Rockcrafts verkaufen können. Dadurch hat unser Mason mal was zu tun, sobald er fertig ist. Ja. Dann können wir auch gleich mal die Restraints build bauen, also die Ketten für die Badger Dogs. Mit V. Needs Chain. Sag bloß, die haben das weggemacht, dass man das mit Schnüren machen kann. Was ist der Planning Mod? Ah ja. Nee. Das wäre doof, wenn sie mal jetzt keine Restraints mehr. Also Restraints sind die Dinger, wo man die Hunde dran festbinden kann, für die ich extra die beiden Ropes mitgenommen habe. Schlecht. Aber kann man scheinbar nicht ändern. Weil. Gut, gibt's Schlimmeres. Eine Horde Succubi-Zombies, die meinen Fort zerlegen, zum Beispiel. So, hier wird noch alles fleißig abgetragen. Ich warte immer noch. Ah ja, mein Mason bemüht sich jetzt, Warcraft zu machen. Und er holt sich von weit oben einen weißen Stein. Jawoll. So haben wir das doch gerne. Einer ist beim Minern, der andere trinkt gerade was. Ach, man sieht, unsere Drinks nehmen auch langsam ab. Während unsere Fische zunehmen und unser Essen abnimmt. Aber ist ja alles halb so wild. Und ein Rangemann ist jetzt ein Miner geworden. Dabei wollte Chris unbedingt ein Miner sein. Chris, arbeite mal härter. Sei nicht so faul. Bevor der Ragiman alles hier wegmeinert. Ah, da bist du ja endlich. Ja, jetzt ist Chris auch endlich ein Miner. Ich hoffe, er ist glücklich drüber. Gut.
Advice Season? Warum haben wir jetzt eine Trockenperiode? Und was liegt da für ein Refuse? The Rotten Black Kaiman Corps? Reports? Oh. Missing? Ah, Black Kaiman. Aber ansonsten geht's allen gut. Wer war nochmal beim Fighten? Giga Games. Wounds? Nix. Okay. Gegen wen hat er denn gekämpft überhaupt? Ach, er hat den Black Kaiman bekämpft. Mit Iron Javelins. Du hast einen Javelin-Werfer dabei. Cool. Das macht einiges schon mal viel, viel schöner. Ja, ein Javelin-Thrower. Das ist eine neue Waffengattung in dem Spiel. Also eine Armbrust in groß, die Speere verschießt. Yay. Oh, sehr schön. Wir haben schon mal Platz für unseren Foodstockpile. Also für einen ordentlichen Foodstockpile. Das heißt, wir können den hier, den wir... Was sagt er so? Nicht unser Depot Access. Eigentlich Accessible. Wir können also den Stockpile hier komplett einreißen. Die Meeting Zone removen. Und sie hier unten neu hinsetzen. So, sagen wir in dem Bereich hier vor dem Depot. Ist jetzt unsere neue Meeting Zone. Und hier sind zwei Pastures. So, dort kommt jetzt ein Shaggy Badger Dog rein. Und in den kommt auch ein Shaggy Badger Dog rein. Und wir haben übrigens einen Haufen Pups gekriegt, fällt mir gerade so auf. Was heißt ein Haufen? Eins, zwei, nee, vier Stück. Okay, ich nehme es zurück. Schade. Da drum. Ach, und hier ist wohl der Kaiman gelandet. Dense Grass, Downward Slope. Ah ja, Splattering of Blood. Hier wurde wohl der Kaiman getötet. Und ist hier verrottet, hä? Yep. Weil wir halt keine Butchery hatten, um ihn zu zerlegen. Oh, wir haben noch mehr Pups gekriegt. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Also wir kriegen wahrscheinlich nicht so häufig Pups, also Welpen von den Badger Dogs, nicht so häufig wie Hunde, was aber auch nicht schlimm ist, weil sonst, da müssen wir nicht so viele davon schlachten. Wobei ich bei den Badger Dogs fast ein bisschen weniger Skrupel habe als bei den Hunden. Ja. Arme Wauwaus. Der macht weiter fleißig Rockcrafts. Gegen wen kämpft der Trash? The Tenor Runs for His Life. Okay. Auch gut. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was die trockene Season bedeuten soll. Dass es jetzt einfach nicht regnet. Das wäre schon mal angenehm. Wobei wir haben ja jetzt fast alles nach drinnen verlegt. Achso, diese standen gerade ineinander, deswegen... Und noch mehr Badger Dog Pups. Ja, das sieht doch schon mal besser aus.
Können wir uns sogar unter Animals mal angucken, was wir so haben. Männlich, weiblich, männlich, männlich, männlich. Männlich, weiblich, weiblich. Okay. Das ist ganz okay eigentlich. Was ich noch machen wollte, war Betten aufstellen erstmal. Und zwar erstmal so ein bisschen in den Weg. Braucht Bett? Ich habe doch 8 Stück in Auftrag gegeben. Oder waren es doch nur 7 und ich habe mich verzählt? Gut, aber ich kann hier oben schon mal den Tisch und den Stuhl abbauen. X und X. Dass wir alles endlich mal weiter runter kriegen. Gerade das Let's Play klappt bis jetzt irgendwie besser als meine privaten Spiele, die ich bis jetzt so versucht habe. Ich hatte immer irgendwelches Pech. Aber kaum ist der Vorführeffekt da, passiert's nicht. Zum Glück für euch. Interrupted. Peregrine Falcon. Was zur Hölle macht ein Peregrine Falcon in meiner Festung? Gut, das darum kümmern wir uns jetzt einfach mal. So. Squad A macht sich mal kampfbereit. Gut. Squad A schläft gerade. Squad A. Squad A kriegt jetzt einen Killbefehl. Und zwar töte den Falken. So, ich hoffe, Squad A tut jetzt auch mal was. Nein, er stockt lieber Items in Stockpiles. Würdest du dich jetzt bitte darum kümmern? Jawohl, dankeschön. So, das heißt, Squad A kann disbanded werden. Achso, du bist jetzt wieder unser Dings. Nö. Damit wäre, glaube ich, das Problem auch gelöst. Und ja, mit diesem grandiosen Falkenkill verabschiede ich mich erst einmal. Es läuft ja bis jetzt ganz gut, abgesehen von dem Falken jetzt gerade, aber um den hat sich unser General mit bloßen Händen gekümmert. Deswegen gibt es jetzt erstmal einen Cut. Wie versprochen von einem anderen Post sind die Folgen jetzt 20 Minuten lang, nicht mehr nur 15.
Was aber dazu führen könnte, dass es mal Tage gibt, an denen keine Folge kommt, je nachdem, wie ich Aufnahmezeit habe. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.